Zum Abschluss der Sendung porträtieren wir einen Mann, der nun endlich mal Zeit für uns hat. Uwe Brandl hat in den letzten 20 Jahren laut eigenen Angaben mehrere Millionen Fotos geknipst. Der Mann hinter der Online-Plattform Salzburg City Guide arbeitet seit 2 Jahrzehnten wie eine Maschine. Aus dem Nachtleben Salzburgs ist er nicht wegzudenken, außer es findet wie dieser Tage zu Hause statt. Dann kann man Uwe Brandl auch mal privat kennenlernen. So kennt man ihn, Uwe Brandl, Mr. Salzburg City Guide. Es gibt kaum jemanden in Salzburg, den der Fotograf noch nicht vor der Kamera gehabt hat. Aber da gibt es auch noch eine andere Seite von ihm, die private. Nach Salzburg hat den gebürtigen Braunauer der Job gebracht. Als One-Man-Show ist die Arbeit am Salzburg City Guide sehr fordernd. Die Batterien lädt der gelernte Grafiker am liebsten mit seiner Frau Julia und seinem Hund Paco bei einem Spaziergang auf. Batterie aufladen ist, dass man halt spazieren geht, was wir ja heute schon den ganzen Tag machen. Das heißt, dass man wirklich mal rauskommt, eigentlich, heute habe ich es dabei, ab und zu mal ein paar Fotos macht, dann halt auch mit dem Handy vielleicht Fotos macht, aber Batterie aufladen ist schon mit der Julie einfach was zu unternehmen, obwohl die Zeit eh sehr knapp ist, aber da sagt man da, okay, dann habe ich in der Stunde nur Zeit und mache in der Stunde, dass ich mich auf sie konzentriere und dann lasse ich halt, ja, alles andere liegen. Seine Frau Julia ist der Ruhepol im Leben des Energiebündels. Kennengelernt haben sich die beiden, wie sollte es auch anders sein, bei einem Event. Die beiden ergänzen sich privat perfekt. Ja, ist sicher spannend mit jemandem, der so kreativ ist und im Denken und im Reden und Handeln so schnell ist wie der Uwe, dass man da mithalten kann. Und man pendelt sich ein und ich habe ja schon gehört von vielen Freunden von uns, die sagen, ich bin so ein bisschen der Ruhepol für ihn. Also ein Leben ohne Uwe könnte man nicht vorstellen. Nein, die Julie ist schon voll wichtig für mich im Leben, weil sie einfach auch aufgrund ihrer Art ein irrsinnig ruhiger Mensch ist und genauso ruhig wie sie ist, genauso energisch kann sein. Und da ist auch noch Paco, der mexikanische Nackthund. Julia hat den Vierbeiner mit in die Ehe gebracht. Den gutmütigen und warmherzigen Südamerikaner hat Uwe sofort in sein Herz geschlossen. Und du hast gesagt, ans Herz gewachsen, ja, okay, der Paco ist immer und überall dabei. Dann ist man auch ein bisschen stolz, weil ja, so einen Hund hat keiner. Ja. Er mag halt einfach Leute, er begrüßt die, ab und zu ignoriert er die, wo du wieder sagst, okay, das ist ein eigenes Ding. Aber er ist halt einfach dabei und ist jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt Angst haben muss, da hast du einen Kampfhund und du musst irgendwie aufpassen und da auf der anderen Seite hast du einen Schmusihund, der da einfach auch, der sich drüber kuschelt. Zurück zur Arbeit. Stundenlange Vorbereitungen für ein Foto bei einem Event gibt es nicht. Da muss es zackig gehen. Damit die Fotos trotzdem 1A sind, bedarf es Entertainment hinter der Kamera. Und es gibt ja Leute, die was von vornherein sagen, ich mag kein Foto. Ja, und dann druckt er ihn ab und dann zieht er das Gesicht zusammen und dann sieht er am nächsten Tag so ein Gesicht und das interessiert keinen. Aber wenn ich halt vor der Kamera Gaudi mache, Spaß mache, blitzartig auftauche, dann sind sie einmal geschreckt, dann stellt mir einer die Frage, dann fangen wir zum Lachen an, dann drucken wir ab und dann sagt man danke, wünsche ich was. Schönen Abend. Ciao. Und wer Uwe kennt, weiß um seine Bescheidenheit. Seine Wünsche und Ziele für die Zukunft sind dementsprechend bodenständig. Dass man das ausbauen kann. Das heißt, diese Geschichte von 20 Jahren, so jetzt für City Guide, ausbauen kann in eine größere Geschichte. Dass wir, das heißt die Julie, ich und der Paco so lange gesund bleiben. Dass wir einfach so jetzt mal genau die Sachen machen können, die wir machen wollen. Und sicher unsere Beziehung einfach auch so lustig weiterläuft, wie es jetzt läuft. Man einfach auf den Partner stolz ist. Und Ziele, ja, es kann irrsinnig schnell vorbei sein, aber es kann auch irrsinnig lang noch weitergehen. Und wie du schon gesagt hast, wenn wir jetzt nicht erst bei der Hälfte sind, dann habe ich noch 50 Jahre vor mir.